Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir wollen gerechte und gleiche Teilhabe für alle. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft. Und deswegen können wir nicht oft genug über Inklusion in diesem Parlament reden und über die Aufgaben, die vor uns liegen, um wirklich eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Unsere Gesellschaft hat für Menschen mit Behinderungen aber besonders viele Barrieren. Und so brauchen wir viel Engagement für die Inklusion und in allen Bereichen. Und auf ganz großartige Weise leistet dies die Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen. Was viele wahrscheinlich gar nicht wussten, dieser Job ist ein Ehrenamt. Dieser Vollzeitjob ist ein Ehrenamt. Und das wird den Anforderungen heutzutage nicht mehr gerecht und ist eigentlich nur durch die Hingabe von Ingrid Körner zu bewerkstelligen. Es ist daher ein wichtiges Zeichen der Anerkennung, dass wir das Amt der Senatskoordinatorin nun hauptamtlich machen wollen. Frau Körner ist nicht nur Ansprechpartnerin für Betroffene und ihre Angehörigen, sie engagiert sich in allen Bereichen für Barrierefreiheit und Inklusion in dieser Stadt. Sie bringt eine Vielzahl von Veranstaltungen auf den Weg, vernetzt Initiativen und Vereine. Hier trägt sie wesentlich zu einer guten Kommunikation in der Szene bei. Auf Initiative der Senatskoordinatorin gründete sich zum Beispiel das Netzwerk zur Unterstützung für Geflüchtete mit Behinderung. Und seit 2015 veranstaltet die Senatskoordinatorin jährlich die Woche der Inklusion. Mittlerweile sind es Wochen der Inklusion und sie laufen gerade. Ich empfehle einen Blick ins Programmheft. Mit der Verleihung des Inklusionspreises setzt sich Frau Körner auch für die Würdigung von Engagement im Bereich der Inklusion ein, zum Beispiel im Bereich Tourismus, und macht da sichtbar, wie man mit gutem Beispiel vorangehen kann. Und nicht zuletzt hat Frau Körner das Bundesteilhabegesetz kritisch begleitet und sich hier für die Interessen der Menschen mit Behinderung stark gemacht. Grundlage ihrer Arbeit ist stets der Hamburger Landesaktionsplan, der eine Vielzahl von Maßnahmen für den Weg zu mehr Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung festlegt. Und dafür die Grundlage ist ja eben die bereits erwähnte UN-Behindertenrechtskonvention. In ihrer Arbeit wird sie seit 2012 vom Inklusionsbüro unterstützt. Es ist wichtig, dass Menschen mit Behinderung mit der Senatskoordinatorin eine Ansprechpartnerin haben. Eine Person, die ihre Interessen innerhalb der öffentlichen Verwaltung vertritt. Denn auch unsere Politik und unsere Verwaltung müssen immer noch inklusiver werden. Deswegen freue ich mich übrigens auch darüber, dass es mittlerweile in so vielen Bezirken Inklusionsbeiräte gibt. Wir sind daher der Auffassung, die Senatskoordinatorin übernimmt eine verantwortungsvolle Aufgabe und sollte ein Hauptamt sein. Dabei gilt es, die Unabhängigkeit zu wahren. Meine Damen und Herren, ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Dankeschön. Engels, das Wort hat Frau Özdemir.